Jüppchen. Sag mal, kannst du mir mal sagen, wie du aussiehst? Wie ich aussehe? Ja, was hast du da auf der Kopf? Ach so. Ja, dafür war ich ja was spät dran. Ich war noch bei der Friseur. Bei der Friseur? Ja. Und er hat dir da die Trümmermim da drauf gemacht. Trümmermim? Ja. Das ist ein Tupes. Was tust du denn mit der Toupee? Du hattest doch noch immer eine Glatze. Ja, ja, aber ich wollte ein bisschen was akkaratak, atarakati. Ich wollte es was besser aussehen, wa? Ah, schön, schön. Hübschen. Das ist dir wohl gelungen. Ja, Junge, Junge, der Friseur Junge. Hat auch gesagt, sie sehen um Stunden jünger aus. Um Stunden, schön. Das hört sich jetzt für mich so an, als hättest du ein Problem im Alter, kann das sein? Ich? Ja. Wie kommst du da drauf? Ja, ich weiß. Wie kommst du da drauf, Hübschen? Das Problem hast du. Ja. Wie war das denn letztens mit den Pillchen, die du die Steine gekauft hast, für dich und dein Marie? Was für Pillen? Diese Verjüngungspillen. Ach, da war ja nichts. Ach, da war kurzer Verjäst. Da war ja nichts? Ja, aber das sieht dann Marie aber auch ein bisschen anders. Die war begeistert von den Verjüngungspillen. Mein Marie? Ja, mit der habe ich gesprochen. Sie sagt, sie hätte gerade erst eine von den Verjüngungspillen genommen. Und wie sie das nachts mal aufstehen musste, für Pipi zu machen, wäre sie schon aufgesprungen wie eine 18-Jährige. Ja, da mag ja sein. Also, ja. Weißt du, ich hatte auch nur eine genommen, wa? Ja. Und wie ich denn des Nachts wach wurde, hat er ja den Bett gemacht wie eine 3-Jährige. Gut, du, dass du mit deinem Toupet was jünger aussiehst, klopft dich auch von mir aus ein paar Pillchen in den Kopf. Ja. Nur nützen tut das nichts, überhaupt nichts. Also, Josef, du hast es gerade nötig, sowas zu sagen. Guck dich doch uns deine Frau an, was ja. Die alles anstellt, für uns ein bisschen was jünger auszusehen. Das meine Frau? Ja. Ja, Josef, also da hat er ja nun recht, das muss ich ja auch sagen. Also deine Frau hab ich letzte Woche noch in der Schönheitssalon gesehen. Na ja. Und, was soll das? Wie na und, da war die 3 Stunden lang drin. Mhm. Und allein für den Kostenvoranschlag. Also das ist jetzt eine bodenlose Unverschämtheit, dass er anfängt, über meine Frau herzuziehen. Ach. Meine Frau ist nun mal ein etwas attraktiveres Wesen. Jo. Und die tut auch was dafür. Ja, das muss sie doch. Gut. Ich meine, sie hat schon mal was Schwierigkeiten mit den Lockenwickler. Mit den Lockenwickler? Ja. Ja, die halten so schlecht auf die Beine, war Josef. Sieht das Ding aus, da kennt dich kein Mensch mit. Was soll das überhaupt? Sieht doch gut aus, oder nicht? Sieht das viel besser aus. Ich weiß es nicht. Ich muss es aber doch noch haben. Ja, da wisst ihr noch ja nicht, was. Was wissen wir schon wieder nicht? Was wir jetzt zu Hause rausgefunden haben. Oh, jetzt können wir wieder. Pass auf, Marie von mich, wa? Ja. Das ist ja eine geborene Fondendrich. Schön. Und was wir nun ja nicht wussten, sie ist eine Cousine 34. Grades von der Gräfin Schaumburg-Liepe zu Bückeberg. Von wem? Der Gräfin Schaumburg-Krücke zu Liepeberg. Und wer ist das? Das ist die Patentante von der Charles. Jübschen. Von wat für ne Charles? Der mit die Affenohren. Ach, du bist doch bekloppt, du. Da, ihr wird doch ja nicht. Ja, sicher. Nein, Jüppchen. Du willst doch jetzt nicht behaupten, dass du mit dem englischen Königshaus verwandt bist. Doch. Nein, bist du doch, nicht. Doch, bin ich. Nein. Da waren wir so ja schon eingeladen. Ach. Ja, 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 ja. Auf ein Trümmerjohrenstück Kaisersruh in der Sörs, war. Ja. Nein. Komm, hör auf. Nein, wir waren auf Schloss Wilkinson, waren wir. Wo war doch? Schloss Wilkinson. Also, Jübschen, wenn überhaupt, dann war der auf Schloss Windsor. Ist doch egal, wie die Rasierkling heißt. Jübschen, du willst mir aber nicht erzählen, dass du mit diesem Niveau in das englische Königshaus verkehrst, oder? Nee, ich gehe mit der Marie dahin. Ach, Jübschen. Wir waren vor 14 Tagen noch da, hatte der Prinz Philipp der 70. Schön, da warst du da. Ja, hatte ich noch, hab ich noch die Einladung dabei. Willst du mal gucken? Ja, ja, ne, lass mal. Ach so, da kannst du mich auch mal helfen, sagen. Ja, die ist auf Englisch. Ja, das habe ich aber alles verstanden. Ja. Ja, bis auf den einen Satz hier, pass auf. Warte. Wo steht? I don't knof it. Hübschen. I don't know it. So spricht man das aus. Ach, dann ist doch egal, wie man das ausspricht. Was heißt das denn? Ich weiß es nicht. Naja, wenn du es auch nicht weißt, dann brauche ich. Ach. 14 Tagen sind wir wieder da.
Was ist denn da? Da heiratet der Herzog von Wintersocke und Pimmoy. Jüppchen. Von Winterbottom und Pomeroy herstellen. Ja, genau. Ja, und der soll heiraten? Ja. Was erzählt ihr hier für einen Blödsinn? Wieso? Der Auer, der ist doch mindestens 90 Jahre alt, wenn er überhaupt noch lebt. Josef, er ist über 90, aber er lebt. Und er heiratet eine 26-Jährige. Bitte? Ja, natürlich aus adeligem Gestüt. Jüppchen, Moment, eine 26-Jährige ja. heiratet er. Und der Doktor hat ihn dringend vor dieser Heirat gewarnt. Ja. Er hat gesagt, königliche Hoheit, hat er gesagt, jeder eheliche Verkehr könnte zum sofortigen Tode führen. Ja. Hat der Herzog gesagt, ist egal, wenn sie stirbt, dann stirbt sie. Schön. Wie seid ihr denn da hingekommen nach dem Schloss Windsor? Bist du mal durch der neue Tunnel gefahren? Nein, nein. An der mit dem Schiff? Nein. Nein. Nein, wir sind mit der Flieger. Wie bitte, Jüppchen, du mit der Flieger? Ja, das ist ja in die Flughäfens sowas von schön ausgeschildert. Ich sag, Marie, guck, überall, wo steht Bayage, da müssen wir hin. Ja. Habt ihr denn mindestens ein paar nette Leute kennengelernt? Och ja. Ja, haben wir kennengelernt. Schon auf die Jangewei in der Flieger rein war. Ja. Da ging vor mich so eine sehr nette Protestantin. Bitte, war ging da? Eine Protestantin. Jüppchen, woran erkennt man denn jetzt seit neuestem Protestantinnen? Ach, Josef, da ziehst du doch direkt. Was siehst du? Ja, da haben sie die kurzen Röckchen an, wa? Hä? Und Stiefel bis an die Knie. Ach, Hübschen. Und da sind sie immer mit der Popo so an der Wangelöber. Hübschen. Das war keine Protestantin, das nicht. War eine Prostituierte. Ich hab ja nichts in andere Religionen. Habt ihr euch denn mindestens nett unterhalten? Ja. Doch, ja. Ja. Ich sag, Fräulein, wollen Sie an das Fenster sitzen? Ne, ist jetzt um Gottes Willen, ich hab Urlaub. Ach, schön. Morgen früh fliege ich ganz früh mit Marie direkt nach Berlin. Oh, wie schön. In der Bundeshauptstadt? Jawohl. Berlin ist wunderschön. Ja, da kommt doch mit. Nee, ich hab ja keine Zeit, aber wenn ich mitkäme, ich würde mir, glaube ich, als allererstes mal diesen wunderschönen Altar angucken, wo sie immer in der Zeitung von schreiben. Ja, jetzt. Ist auch super. Der ist toll. Schön. Ja, ja. Was für ein Altar? Pergamon. Der Pergamon-Altar, genau. Der ist schön. Das ist aber lustig, was? Wieso? Ja, da heißt der ja genauso wie das Papier, wo ich mir immer der Butterbrotens drin einpacke. Nein. Nein, Moment. Pergamon, oh, habe ich rollenweise zu Hause. Pergamon-Papier. Nein, musst gibt's schön. Schön. Jüppchen, das Papier, wo du deine Butterbrote einpackst, das heißt Pergamentpapier. Genau. Jupp, da verwechselst du was. Also, pass auf, das sind ja die Flecken, die du so auf der Haut kriegst, wenn du was älter bist. Bitte? Da kriegt man die Pergamentflecken. Ach, nee, Jüppchen, bitte. Jupp, die Flecken, die du auf der Haut hast, das sind Pigmentflecken. Das sind Pigmente. So eine Quatsch, das sind doch die kleinen Männlein, die durch den Urwald laufen und die Leute mit Glasrohr kaputschen. Jüppchen, bist du denn nun völlig bekloppt? Die kleinen Männlein, von denen du redest, die heißen ja. Pygmäen. Nun blamier dich bitte nicht, Jans. Wieso? Also, meine Damen und Herren, der Jupp interessiert sich nicht so sehr für Sport. Aber ich guck mich jedes Jahr die Tour de France an. Und da kannst du sehen, wie sie mit den Fahrrädern über die Pygmäen fahren. Typchen, ist das denn zu... Und der Jan Ulrich ist auf einer Pygmäe gestürzt. Das hab ich selbst gesehen. Nein, Typchen, bitte hör auf. Da, wo die im Sommer mit die Fahrräder drüber fahren, das sind die Pyrenäen. Pyrenäen. Ja. Pyrenäen habe ich vor 2 Jahren mit der Marie vorgestanden. Es war schwer, so oben rauf gelaufen in Ägypten. Wo? In Ägypten. Die Cheops-Pyrenäe, die größte Pyrenäe, die dabei ist. Jüppchen. Die Dinger, die aussehen wie die Tetrapaks. Ich hab's doch selbst gesehen. Nein, Jüppchen. Jüppchen. Die Dinger, wo du mit der Marie in Ägypten vorgestanden hast, ja. Das waren nicht die Pyrenäen. Du hast vor den Pyramiden gestanden. Du bist ein Ferkel, Jupp. Bitte? Wieso? Ach, das sind doch die knubbeligen Pfoten, die man hat. Das weißt du doch jetzt. Ja, schön, bitte. Ist nicht auszuhalten, Jüppchen, was du da erzählst. Davon die Knubbeln, von denen du redest, das sind Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. Guckst du keinen Wetterbericht? Jeden Tag sagen sie, schlechtes Wetter von den Hämorrhoiden. Da kommt es her. Jawohl. Die sagen, schlechtes Wetter von den Hebriden. Richtig. Inselgruppe oberhalb von Schottland. Oberhalb von Schottland? Ja. Sind die Haflingerinseln, aber von jeder.
Oder wie heißt das Pferd? Shetland heißt Shetland, das Pferd. Shetland, genau. Das ist doch nicht zu glauben. Gibchen, könnten wir uns vielleicht darauf verständigen, dass du besser nur bis Berlin fließt und nicht bis nach der Shetland? Jo, das kann ja nichts sein. Ich hab doch mit der Pergament ja nicht angefangen. Ach, woher doch? Hör auf. Josef, jetzt wird es allerhöchste Zeit. Wenn wir jetzt nicht singen, na je. Wir hätten besser sofort gesungen. Ich muss aber mich beeilen, weil ich noch üben muss. Ja, was musst du denn üben? Sollen wir dir was helfen? Ich habe am Montag die Prüfung. Dann muss ich dir erklären, was ein Verkaufsgespräch ist. Was du Glück hast. Ja, wie? Da brauchst du doch jetzt nicht mehr für zu üben und nichts mehr für zu lernen. Verkaufsgespräch, das weiß doch jeder. Ja, das weiß jeder. Jeder weiß das. Wieso weiß ich es denn nicht? Tja, das ist eine gute Frage. Ja, was ist es denn? Pass auf, versuche ich es dir nochmal schnell mit Worten zu erklären. Ja. Dann machen wir aber die Zugabe. Ja, bitte. Pass auf, bei einem Verkaufsgespräch kommt es darauf an, dass du demjenigen das verkaufst, was der haben will. So mit dem Mund. Ja, das weiß ich auch, halbe jetzt. Ja, Moment, jetzt kommt es erst. Und dann musst du gucken, dass du dem noch was hinten drauf drückst, was der gar nicht haben wollte. Das war aber schön, Josef. Oh, das war aber schön. Was war denn daran schön? Ich finde, er hat es sehr schön erklärt. Jo? Ja. Ich habe es aber nicht verstanden. Um Gott. Er hat es nicht verstanden, Josef. Das weißt du, aber spielen dem mal ein Verkaufsgespräch vor. Dann kannst du dir angucken, dann brauchst du auch nicht mehr zu lernen. Ja. Guck es dir mal an, dabei lernst du das dann auch. Komm uns schnell einkaufen, Josef. Ja, Josef, komm einkaufen. Pimmelingelingeling. Was war das? Das war die Schelle vorne an der Ladentür. Ah, so, ja. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gerne neue Gardinen, ja. Gardinen? Denn die Frau, Sie wissen gar nicht, was Sie für ein Glück haben, dass Sie ausgerechnet heute und auch noch zu mir kommen. Weil gestern habe ich sie neu reinbekommen, ganz exklusiv Wolkenstoß. Doch, Wolkenstoß, das macht mich an, die kaufe ich. Prima. Gnädige Frau, Sie bräuchten dann wohl auch noch ein Fläschchen Sidolin. Wofür brauche ich denn noch ein Fläschchen Sidolin? Gnädige Frau. Ja, was tut er denn mit Sidolin? Kannst du freundlicherweise ins den Mull halten? Ich unterhalte mich gerade mit der Josef und mache ein Verkaufsgespräch ja, für dich. Entschuldigung. Gnädige Frau, bitte gucken Sie noch einmal schnell auf der Wolkenstoß und dann denken Sie mal an Ihre verdrecksten Fenster zu Hause. Dann wissen Sie auch, was Sie mit der Fläschchen Sidolin müssen. Ehe Sie die aufhängen müssen, oder erst einmal die Fenster putzen. Also brauchen Sie noch ein Fläschchen Sidolin. Ja, dann nehme ich das, verstehe ich. Dann nehme ich das Fläschchen Sidolin auch. Schön. Ja, schön. Hast du es kapiert? Ja. Ja. Der wollte ja kein Sidolin, wa? Und den kamst du und sagst, gucken Sie sich mal dafür. Ja, habe ich verstanden. Da war hat wohl sehr verstanden. Hat er im Leben nicht kapiert, Josef. Ja, sicher habe ich das verstanden. Ja, komm, nein. Du hast ja die Prüfung. Mach dann mal schnell mit der Josef. Da will ich jetzt sehen, ob der das kapiert. Ja, klar. Genau. Josef, kommst du jetzt bei mich einkaufen? Ja, klar. Gut, dann aber ganz schnell, ja. Ja. Guten Tag. Ja, nun lass doch ihr. Jetzt hat er doch schon ein Pimmelingeling vergessen, der Blöde. Ach. Da siehst du mal, wie bekloppt der ist. Hey. Da sagt der Jute, Daron ist noch ja nicht da, der hat sogar nicht mehr alle da. Hübschen, der ist schon da. Es ist ja schön, dass du auf jedes Detail geachtet hast. Ja, das hab ich auch. Ja, ich merke, da war das Pimmelingeling von der Josef. Hat mit dem Verkaufsgespräch nur überhaupt nichts zu tun. Nee, überhaupt nichts. Doch völlig nebensächlich. Ja, shoot, Josef, da komm so rein. Ja, dann auf ein neues. Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Was hätten Sie denn gerne? Ich hätte gerne ein Päckchen Camellia. Der wollte doch Jardinen haben, wa? Er hat gesagt, er will Jardinen haben. Kommt er mich mit so was? Jardinen wollte ja, haben. Aber wenn du diese Prüfung bestehst, wirst du in einem Geschäft arbeiten. Ja. Und in so einem Geschäft, da gibt es nicht nur Jardinen, da gibt es auch Camellia. Und sie will nun eben ein Päckchen Camellia. Ja, Hanestadt da. Selbstverständlich hast du das nur jedem doch. Also, schön, gnädige Frau, dass sie ausgerechnet heute und denn auch noch bei Michi reinkommen. Ich habe eine entzückende neue Kollektion reingekriegt. Happy Weekend. Gibt's schön. Bitte schön. Dankeschön. Gott sei Dank. Hören Sie mal. Denn brauchen Sie wohl auch noch ein Fläschchen Sidolin.
Sagen Sie mal, können Sie mich mal sagen, was ich denn noch mit einer Fläschchen Sidolin soll? Ja, liebe Frau, Sie wollten doch Camellia, wa? Richtig. Ja. Und wenn Sie denn schon nichts mit dem Mann tun können, dann können Sie doch wenigstens das Fenster putzen.